Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird mein Lesemonat für den April 2019. Ich habe 5 Bücher gelesen und ich würde sagen, lasst uns starten. Das erste Buch, das ich im April gelesen habe, ist so eine kleine Hassliebe. Die ersten 300 Seiten habe ich abgrundtief geliebt und es war so was anderes. Und dann ging es so steil bergab. Steiler als steil. Wirklich steiler geht es gar nicht mehr. Ich spreche von Too Late von Colleen Hoover. Das war mein erstes Colleen Hoover Buch, das ich jemals gelesen habe. Und wirklich die ersten 300 Seiten, bis der Epilog einsetzt. Das Buch hat nämlich 2 Epiloge, die so 150 Seiten lang sind. Und im Epilog ist noch ein Vorwort drin. Fand ich es so, so, so gut. Und ich war bei 5 Sternen plus. Das war so ein komplett anderes New Adult. Ich bin immer so im Zwiespalt, ob ich Adult oder Adult sage. Und dann kommt sowas raus. New Adult. Bücher. Und ich fand es, wie gesagt, so besonders. Erstmal ganz kurz, worum es geht. In Too Late geht es um Sloane, die mit einem Drogenboss zusammen ist, der Asa heißt. Und was ist Asa eigentlich für ein geiler Name? Und die beiden leben auch zusammen und da besteht ein ganz großes Abhängigkeitsverhältnis auf verschiedenen Ebenen. Bis dann eines Tages sich zwei Undercover-Cops bei Asa in seinem Headquarter quasi, bei sich zu Hause, einschleusen. Und dann Carter in Sloanes Leben dingst kommt. Und die beiden sich verlieben und das führt natürlich zu sehr, sehr, sehr viel Dramatik. Das kann man auch sagen, war komplett da. Also durch die Bank weg sehr viel Dramatik und ich habe mich niemals gelangweilt. Mein größter Kritikpunkt allerdings ist, dass sich die Charaktere im Epilog, und der Epilog war ja jetzt nicht nur 20 Seiten lang, sondern 150 Seiten, also es war locker ein Drittel des Buches, einfach komplett anders verhalten haben. Wirklich, die waren einfach komplett andere Menschen. Und es gibt so eine Szene, und ihr wisst bestimmt, falls ihr es gelesen habt, welche ich meine, relativ am Anfang des Epilogs, glaube ich, oder in der Mitte oder so, wo die Charaktere sowas out of character machen. Und das hat mich so hart verstört, wirklich. Und irgendwie fand ich, ging dadurch die ganze Glaubwürdigkeit weg. Und auch das Mitleid oder das Gefühl, was man für die Charaktere aufgebaut hat, war dadurch komplett zerstört, weil man das Gefühl hatte, das sind einfach komplett andere Charaktere. Und ja, ich fand den Anfang sehr, sehr gut und das Ende sehr, sehr schlecht. Also habe ich dem Buch 3 Sterne gegeben, weil ich war so, 5 und 1 Stern, 3 Sterne. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das ich nicht in physischer Form hier habe. Ich blende es euch hier mal ein. Ich habe es auf Script gelesen. Und zwar The Invasion of the Tierling, also Die Königin der Schatten 2. Das erste Buch davon war ja an der Book O'Clock Buch letzten Monat. Ich verlinke euch wie immer den Stream in der Infobox. Und es geht im Endeffekt um... Wie heißt die Gute nochmal? Keine Ahnung. Um ein Mädchen, das an ihrem 19. Geburtstag zurück in ihr Königreich geholt wird und ihr gesagt wird, okay, du bist jetzt Königin. Und sie dann regieren muss und sehr viele Entscheidungen treffen muss. Und parallel dazu gibt es noch eine andere Welt, die irgendwie unserer relativ ähnlich ist. Und so viel mehr will ich euch dazu gar nicht sagen. Weil ich finde, dieser Knackpunkt an dieser Geschichte, was die relativ besonders macht, wird erst so richtig in Band 2 deutlich. In Band 1 wird es auch schon angeteasert, aber als wir bei Book O'Clock darüber geredet haben, wussten es, glaube ich, oder ist es, glaube ich, nicht so vielen von uns aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ich komme mal wieder in die Mitte, wenn ich das eh ausgeblendet habe. Also es wirkt am Anfang wie ein normales mittelalterliches Fantasy, ist es aber nicht. Mir hat das Buch nicht so gut gefallen. Ich glaube, ich habe dem ersten Band 3 Sterne gegeben und dem zweiten schon 4 Sterne. Jetzt denkt ihr euch vielleicht so, ja okay, warum hat es dir nicht gut gefallen, dass du ihm 4 Sterne gegeben? Es ist halt objektiv echt gut. Es ist storytechnisch gut gemacht. Die Charaktere sind gut, aber ich habe überhaupt gar keine Connection zu den Charakteren gehabt. Wirklich, mir wäre wirklich komplett egal gewesen, wenn die sie sterben. Und normalerweise bin ich ein sehr, sehr, sehr empathischer Mensch und das ist deswegen überhaupt gar kein gutes Omen für mich, in ein Buch zu steigen. Ich werde vermutlich noch Band 3 lesen, auf jeden Fall, weil ich dann wissen will, wie die Trilogie ausgeht. Man muss so viel dazu sagen, das ist ein sehr, sehr politisches Fantasy-Buch. Sie reden sehr viel und sie machen sehr wenig. Und ich fand die andere Welt auf jeden Fall 100-mal spannender. Und Lilly hieß sie, glaube ich, war auch die einzige Charakterin, der einzige Charakter, den ich wirklich cool fand und interessant. Und
Ja. Deswegen, ich hatte wirklich nicht viel Spaß beim Lesen. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist die Idee und die Story eigentlich echt gut. Deswegen habe ich auch hier voll die konfliktbehafteten Gefühle irgendwie. Genauso wie bei Too Late. Ich realisiere gerade, dass mein Lesemonat echt nicht so gut war. Bis auf ein Buch. Ups. Ja, das nächste Buch, das ich gelesen habe, war das Book O'Clock Buch diesen Monat. Also des Monats April. Auch hier wieder in der Infobox verlinkt. Und zwar The Ocean at the End of the Lane. Auf Deutsch, das Ozean am Ende des Hauses. Nein. Das Haus am Ende des Ozeans von Neil Gaiman. Und ich habe schon relativ viele Neil Gaiman-Bücher gelesen. Und das hier war mit Abstand das Schlechteste. Es geht um einen Mann, der keinen Namen hat. Deswegen ist es diesmal kein Fall von Namensamnesie, sondern, das ist gewollt so, der hat keinen Namen und kommt irgendwie so im mittleren Erwachsenenalter zurück, aufgrund einer Beerdigung zurück in seinen Heimatort. Und dort trifft er die Familie eines Mädchens, mit dem er früher, als er 7 war und sie 11, viel abgehangen hat und die eine Geschichte haben, ein Abenteuer haben, was sie zusammen erlebt haben. Und dann erfahren wir retrospektiv alles aus diesem von diesem Abenteuer. Und es geht viel um die Geschichte von einem Teich, beziehungsweise einem Ozean, der da war. Und das ist einfach insgesamt wirklich komplett wirr. Ich habe gar keine Ahnung, was mir dieses Buch sagen soll. Wirklich gar keine Ahnung. Und ich habe Deutschunterricht geliebt. Also so Literaturanalyse ist eigentlich mein Jam, finde ich richtig geil. Aber hier bin ich so rausgegangen und dachte mir so, richtig schlimm an dem Buch finde ich auch noch, dass es richtig schwarz-weiß ist. Also es gibt gute Charaktere und es gibt böse Charaktere. Und es gibt absolut nichts dazwischen. Es ist wirklich Good versus Evil und es ist so langweilig. Wirklich, ich fand es sehr, sehr langweilig. Ich habe dem Buch im Endeffekt 2 Sterne gegeben und ich habe auch die schlechteste Bewertung in dem Hangout gegeben, obwohl ich es vorgeschlagen habe. Und die 2 Sterne kamen noch deswegen zustande, weil ich die Story wirklich schön geschrieben fand teilweise. Also es hatte einige schöne Quotes. Die Idee an sich ist auch cool, so, aber richtig schlecht umgesetzt, meiner Meinung nach, hat mir überhaupt nichts gegeben und würde ich euch nicht empfehlen. Ach Leute, jetzt haben wir so viel über schlechte bis mittelmäßige Bücher geredet. Ich mache es jetzt alles wieder gut, versprochen. Ich habe Ende des Monats noch ein Buch gereadet, was ich abgrundtief liebe. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher aller Zeiten. Ja, ich zeig's euch einfach kurz. Es ist The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ich habe es das zweite Mal jetzt gelesen, wie gesagt. Ich habe es erstmal gelesen tatsächlich. Das erste Mal habe ich es als Audiobook gehört im August. Und ich habe so geweint, als ich das Ende. Also es gibt so 2 Stellen, wo ich mega geweint habe. Und eins war auf dem Weg zum Praktikum damals. Da stand ich so vor der Schule. So auf dem Gehweg voll angefangen zu weinen. Einmal im Zug auf und nach Hause weg am gleichen Tag. Und so ging es mir jetzt das ganze Buch lang. Ich habe das Buch jetzt tatsächlich auch markiert. Da drin, nicht mit Sticky Notes, weil es wirklich wert sind. Das heißt, es wird für immer in meinem Besitz bleiben, weil ich es nicht mehr verkaufen kann. Und ich will es auch gar nicht verkaufen, denn es verdient alle Liebe dieser Welt. Falls ihr euch wohlfühlt, auf Englisch zu lesen. Es ist ja auch kein Fantasy. Es ist schon Fiction. Aber falls ihr euch irgendwie wohlfühlt, auf Englisch zu lesen oder dem Englisch mal eine Chance geben wollt. Es lohnt sich so doll, wirklich. Das hier und Daisy Jones. Liebe, 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 Liebe. Vielleicht erzähle ich euch erstmal, worum es geht. Es geht um eine Hollywood-Ikone aus den 50er Jahren ungefähr. Ende der 50er hat es angefangen, die Evelyn Hugo heißt. Sie hat kubanische Wurzeln und ja, wir begleiten sie dabei, wie sie die Karriereleiter aufsteigt und auch in ihrem Privatleben, wie sie mehrfach heiratet und sich auch mehrfach wieder scheiden lässt. Und dahinter steckt einfach so viel mehr, als man durch den Klappentext denken würde. Es ist wie bei Daisy Jones, Leute. Es ist einfach wirklich große Liebe. Es ist unfassbar gut geschrieben. Evelyn Hugo hat, ach Quatsch, Taylor Jenkins Reid, hat so ein Händchen dafür, Charaktere zu schreiben. Die Charaktere sind einfach so gut geschrieben. Und was ich noch viel krasser finde, ist die ganzen unterschiedlichen Beziehungstypen, die sie beschreibt. Also viele partnerschaftliche Beziehungen, aber halt auch freundschaftliche, platonische Beziehungen. Und sie schreibt so diverse Beziehungen, das ist so verrückt. Ich kann mir gar nicht, also ich weiß überhaupt nicht, wo sie das hernimmt. Auch diese Empathie und dieses
krasse Maß an Zwischenmenschlichkeit, was sie einfach versteht und in Worte packen kann. Ich finde es so krass. Ich meine, Taylor Jenkins Reid ist weder ein Hollywood-Star noch Daisy Jones, falls ihr das nicht kennt, geht es um eine Rockband. Und sie ist auch kein Rockstar. Und trotzdem schreibt sie solche Sachen, wo man sich so denkt, so, warst du da? Schreibst du über dich? Warum? Lest es bitte, Leute. Das hier oder Daisy Jones. Es ist leider noch nicht übersetzt, aber falls, ne, dann tut mir den Gefallen. Und das letzte Buch, das ich im April gelesen habe, beziehungsweise cheate ich hier tatsächlich gerade ein bisschen, weil ich habe Evelyn Hugo und das Buch hier beide am 1. Mai beendet. Aber ich habe Großteile davon im April gelesen, deswegen packe ich es jetzt hier mit rein. Wollte ich nur sagen, falls jemand mein Goodreads im Auge hat oder meine Vlogs und sich denkt so, warum lügst du uns an, Girl? also, mein letztes Buch im April. Ich will die ganze Zeit schon Mai sagen. Ist es nicht verrückt, dass schon Mai ist? Ich habe Geburtstag diesen Monat. Mein letztes Buch im Mai war Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. ich gebe euch auf jeden Fall keine Inhaltszusammenfassung. Ihr kennt alle Herr der Ringe, oder? Also, ich glaube, die meisten von euch haben mindestens schon mal den ersten Film geguckt oder alle Filme. Ich hatte, bevor ich das angefangen habe zu lesen, schon mal alle Filme geguckt, aber das war vor 4 Jahren oder so. Und ich habe auch hiermit angefangen zu lesen und nicht mit dem Hobbit, zu dem Unwohlsein meines Vaters, der immer wieder sagt, Kind, du musst jetzt den Hobbit lesen. Und aber ich habe, naja, ich habe jetzt das jetzt erst gelesen. Ich habe die ersten 250 Seiten, habe ich richtig genossen, fand ich richtig gut und ich war richtig überzeugt von dem Schreibstil. Ich dachte, der wäre irgendwie super alt, weil es irgendwie so ein High-Fantasy-Klassiker ist und relativ schlecht verständlich. Es ist auch die neueste Übersetzung, muss man dazu sagen. Aber dem war nicht so. Es war wirklich schön und es hat Spaß gemacht. Bis dann Elronds Rat kam und es wirklich nur noch ums Wandern geht. Ich habe überhaupt keine Affinität für Wanderromane. Wirklich gar nicht. Wenn Leute zu viel zu einer Mission hin und her wandern, wie zum Beispiel in Empire of Storms, ich liebe Empire of Storms, aber diesen Aspekt von Empire of Storms nicht, dann denke ich, bin ich so, also dann müssen die Charaktere schon echt krass sein, dass ich das Buch dann immer noch feiere. Wie in Empire of Storms. Das war hier leider nicht so wirklich, dass die Protagonisten, wenn sie irgendwie von Wölfen überfallen werden, auf dem Weg nicht alle sterben, ist doch klar. Und dann denke ich mir immer so, warum lese ich das jetzt? Also, es wird nichts passieren. Der Ausgang ist direkt klar. Deswegen, keine Ahnung, finde ich Wanderbücher irgendwie so sinnlos. Und die Wanderaspekte hier fand ich richtig langweilig. Deswegen habe ich die letzten 150, 200, 250, das letzte Drittel oder die letzte Hälfte, irgendwas dazwischen, die letzten 2/5 als Hörbuch gehört, weil anders ging es nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Teile auch noch lesen. Ich freue mich, wenn ich den Film gucken kann. Ich würde auch empfehlen zu lesen, weil es ist ein Klassiker und es macht doch irgendwo Spaß und ich glaube auch, wenn die Handlung jetzt spätestens im dritten Band einsetzt, dann ist es echt cool. Aber ich glaube, ich mag die Filme bisher schon lieber und es ist teilweise echt dröge. Ja, das waren sie, die Bücher, die ich im April gelesen habe. Wenn ihr eins der Bücher auch gelesen habt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, damit wir darüber quatschen können. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es gut und bis bald. Tschüssi!